Wir befinden uns heute in einer der runtergekommensten Gegenden hier aus Istanbul. Ich habe natürlich im Internet so ein bisschen geschaut nach den gefährlichsten Gegenden. Talabasche haben wir schon von der Liste gehackt. Jetzt gehen wir zu Kuştepe. Kuştepe ist ja vom Ding her nicht bekannt, weil sie extrem gefährlich ist, sondern sie ist eigentlich bekannt, weil sie extrem runtergekommen ist. Es ist am Ende des Tages das Rumänen- und Bulgarenviertel. So wird das auf jeden Fall im Internet benannt. Und hier haben wir eine Katze. Die Katze kommt anscheinend mit uns. Magst du uns vielleicht den Weg zeigen? Nein, er sagt, schrei mal, Bruder, bei mir ist das Problem, ich mag Katzen, aber ich habe seitdem ich klein bin, diese Tickkatzen hochzuheben, weil ich diese ganzen Rippen spüre. Was eigentlich in der Türkei wirklich Standard ist, sind immer Graffitis, ne? Meistens stehen eigentlich immer solche Dead-Sprüche drauf, also richtige Istian-Sprüche. Das werden wir wahrscheinlich im Laufe des Videos auch noch sehen. Hier sieht man auch so ein bisschen runtergekommen. Das Problem ist, ich habe mir halt extrem viele Videos angeschaut, ne? Ich kann euch jetzt schon sagen, auf Wikipedia steht fast nichts zu dieser Gegend, zu diesem Dorf. Aber durch YouTube-Videos hat man halt viele Einblicke schon gehabt. Und da habe ich mir Videos angeguckt und da sieht es halt eigentlich ein bisschen anders aus. Also wir sind noch nicht drin. Also wenn man so guckt, sieht es eigentlich vom Ding her noch aus wie Talabasche. Weil dieses Rumänenviertel, ne? Also Kuştepe, es ist wirklich extrem runtergekommen. Ne? Also die Häuser sind wirklich schon richtig am Arsch. Das sind wirklich sehr, sehr kleine Häuser. Und so wie ich das auf jeden Fall aus den Videos entnehmen konnte, leben in so kleinen Häusern mehrere Familien. Ne? Also in einem Zimmer mindestens 6 Geschwister. Und in so mittelgroßen Häusern wohnen bis zu 100 Menschen, Digga. Und das ist schon extrem viel, wenn man überlegt, ne? Das Problem ist, ich weiß halt nicht, wie offen die Leute hier sind. Dann kommt noch mein Türkisch hinzu. Also ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen übersetzen müssen. Also auf Google Translate. Weil ich will denen auf jeden Fall ein paar Fragen stellen, wie die Lage hier ist und wie sie sich aktuell hier fühlen. Bir sorun var. Kuştepe mahallesi hangisi? Burası. Burası? Ama ta aşağısı, en aşağısı. Nereye gidebiliriz oraya? Dümdüz aşağı inin. Okay, wir haben hier direkt schon Freunde gefunden. Kuştepe'yi merak ediyorsunuz değil mi? Kuştepe, aynen. Evet, buralar yine iyi, aşağılar sıkıntı. Sıkıntı demek? Yani ne sıkıntı? Pis, kötü. Pis, kötü. Yani şimdi tehlikeli mi? Evet. Sie sagt mir jetzt, gerade hier, wo wir jetzt sind, ist entspannt. Aber umso weiter wir reingehen, umso schlimmer wird es. Es wird A, dreckiger und es wird vom Ding her gefährlicher, ne? Aber wir werden ja selber gleich sehen, was auf uns zukommt. Das Geilste an der Türkei, das habe ich auch in Yozgat immer gefühlt. Bruder, jede Ecke, egal wo du hinguckst, links, rechts, immer ein Bakkal. Bakkal, für die Leute, die es nicht wissen, ist ein Kiosk. Sen kaç yaşındasın? Ben 18. 18 ist. Ah, sie ist 18 Jahre alt, hätte ich gedacht. Okay, sie selber kommt auch aus Kuştepe. Das heißt, wir haben eigentlich direkt schon eine Einwohnerin hier gefunden. Ist immer ganz gut, weil die können uns dann halt sehr viele Sachen dazu erzählen. Weil ich die Videos auf YouTube schon gesehen habe, habe ich zwei Leute im Kopf. Der eine ist Murat. Und er weiß nicht, dass ich weiß, dass er Murat heißt. Den habe ich bei einem YouTube-Video gesehen. Der hat auch so einem Typen eine kleine Tour gegeben. Der hat ihm quasi die ganze Gegend gezeigt. Das heißt, wenn ich ihn sehe, ich werde ihn direkt mit Murat ansprechen. Entweder haut er mich oder er denkt sich, okay, geil, der kennt meinen Namen. Bence buradan böyle turlayalım. Tamam. Jetzt ist gerade noch entspannt. Wir sind jetzt nur mit ihr, aber gleich wird sich das auf jeden Fall wahrscheinlich ändern. Das Ding ist, wir fallen halt auch mit Kamera direkt auf, ne? Also gleich, wenn wir irgendwo sind, wo mehrere Leute sind und die Kamera sehen, die werden wahrscheinlich automatisch zu uns kommen. Ob das jetzt positiv sein oder negativ sein wird, das wissen wir nicht. Sıkıntı derken yani... Yani böyle kavga. Ha, kavga. Damit ich das ganz kurz übersetze. Die Menschen hier sind sehr lieb, meint sie, aber die sind auch auf Stress hinaus. Also eigentlich ein bisschen paradox. Birbirlerine çok sadıklar. Ah, loyal. Okay, ich verstehe, was sie meint. Damit ihr den Punkt versteht, was sie mit nett meint. Sie meint einfach damit, dass die Leute hier in der Gegend einfach sehr loyal sind und einfach zu sich halten. So. Klar, wenn jetzt Leute wie wir kommen, die fremd sind, sind die halt ein bisschen skeptisch. Ist das ein Patron, ne? Şimdi burada sen diyorsun ya tehlikeli. Şimdi burada insanlar silahla geziyor mu? Vallahi. Gezen var evet. Ama şimdi insanlar seni tanıyor mu burada? Yani çoğunluğu tanıyor arkadaşlar. Bir şey olursa derim sen benim ablamsın. Yok, sıkıntı yok. Also ich sag selber, Kuştepe ist auch gefährlich, Talabasche sowieso. Also gibt es auf jeden Fall die eine oder andere, die mit Wurm rumlaufen, sagt sie selber, ne? Vallahi, kennst du, sie sagt das so entspannt, aber was meine Stimme. Das ist, wir sind jetzt eigentlich noch vom Ding her in der entspannteren Gegend. Umso tiefer wir reingehen, desto schlimmer wird es eigentlich, ne? Aber sie meinte, auch wenn die Leute hier so mäßig auf Stress hinaus sind, sie begrüßen sie dich eigentlich immer relativ warm. Guck, das meine ich, das sind halt diese typischen Graffitis. Nein, machen, das ist nicht dieses Gesicht von Hamburg. Berlin, tanıyor mu Almanya'dan? Almanya, Berlin. Evet, evet. Şimdi Berlin'de 2 saat sürüyorsun, Hamburg'a gidiyorsun. Biz orada yaşıyoruz. Bu arada ich bin so abstrakt mit meinem Türkisch gerade. Mahan muss hier natürlich wieder Fotos machen, damit er auf Insta sagen kann, ich bin in gefährliche Gegend drin. Aber es ist schon mal gut, dass wir auf jeden Fall jemanden gefunden haben, der sich hier auf jeden Fall auskennt, der hier lebt. Das finde ich jetzt mal das Geilste, weil ich habe überlegt gehabt, wenn ich in diese gefährlichen Gegenden gehe, ne, will ich eigentlich immer mit einem Guide reingehen. Nicht, dass ich sage, ich brauche Schutz oder so, sondern einfach, dass ich hier entspannt drehen kann. Ne? Dass ich hier die Ecken zeigen kann, die eventuell die Leute, die hierher kommen, Kamerateams nicht filmen können. Das ist eigentlich so mein Ziel an der ganzen Sache. Ja, wir wissen halt nicht, wie weit wir jetzt hier kommen. Noch ist alles relativ entspannt. Die ein oder anderen Blicke bleiben auf jeden Fall hier stehen, wenn Leute vorbeigehen. Biz aşağıdan gidebiliriz, ama benim gitmem gerekiyor şimdilik. Ja? Scheiße. Ich sag mal so, Jungs, ich übersetze ganz kurz für euch. Wir müssen da weiter runtergehen, da wird es gefährlicher, aber sie muss leider jetzt nach Hause. Das heißt, wir gehen dann alleine. Çok teşekkür.
Memnun oldum. Ben de. Bay bay. Yok, hayır. Al, lütfen al. Hayır. Dondurma falan alırsın. Yok, teşekkür ederim. Auf den Eisbeutel. Hätte ich Daniel jetzt gegeben beim zweiten Mal, so. Buranın. Genau so. Şimdi ben kanalım adımı vereceğim. Herkese söyle. Spontan so ein Abonne edin. Guck mal, die war richtig sympathisch. Guck mal, Jungs, damit ich euch das ganz kurz erkläre, ne? Weil ihr seid ja, ihr versteht gar nichts, ne? Ich verstehe nichts auf jeden Fall. Und ihr könnt euch jetzt schon mal darauf einstellen, dass ich euch irgendwo noch im Laufe des Videos verarschen werde. Indem ich euch Angst machen werde, weil ihr nichts versteht. Aber warum offenbarst du das jetzt? Weil ihr werdet es ja sowieso nicht verstehen. Bei dir schon? Was? Nein, Bruder, guck jetzt. Was sie mir jetzt erzählt hat am Ende des Tages, sie meinte, an sich die Gegend ist nicht gefährlich. Die Leute sind einfach nur loyal zueinander. Also die Nachbarschaft hält zusammen. Die sind jetzt nicht so, dass sie sagen, ey, wir wollen jetzt Stress mit euch machen. Die werden uns sehen, dass man nicht reinpasst, safe. Ja, ne? Man merkt auf jeden Fall, dass wir nicht aus der Nachbarschaft kommen. Aber es wird jetzt kein Streit geben, sagt sie selber. Was hat sie zur Kamera gesagt? Sie meinte zur Kamera, wenn sie die Kamera sehen, werden die so wissen, dass ihr nur ein Video drehen wollt und nichts Böses wollt. Aber wie gesagt, die ein oder andere Blick haben auf jeden Fall hier schon rüber geguckt. Yeah. Und die Leute haben schon über uns gesprochen. Wie die geredet haben, wissen wir nicht. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal weiter. Bis hierhin haben wir es geschafft mit ihr. Jetzt muss ich einen neuen Typen finden. Ave, guck mal, das ist zum Beispiel die Gegend Benek. Hier gibt es halt mehrere Straßen, ne? Und das ist zum Beispiel die Straße Benek. Aber Jungs, Walla, ich liebe das, in solchen Gegenden unterwegs zu sein, ne? Oder deswegen habe ich auch immer gesagt, bei Thailand zum Beispiel, das meine ich immer im Stream. Ich liebe diese Städte, wo du schöne Seiten hast, aber auch hässliche Seiten hast. Wo alles zu perfekt ist, ist es irgendwann langweilig. Du musst wirklich diesen Kontrast sehen. Und dem Typen ist ja überhaupt nicht kalt, ne? Ey, Bruder, der läuft mit der kurzen Hose da rum. Einfach die Wände sind zu einem Tweetsblock geworden. Hier hat irgendjemand gerade irgendwas gerechnet. 13 plus 5, das sind 18. Aber er ist nicht auf die Lösung gekommen. Guck mal, hier war wahrscheinlich irgendein Haus. Das Haus ist an der Stelle auch eingestellt. Aber ich frage mich, wie das passiert ist. Meint ihr, das Haus hat gebrannt? Die Häuser sind komplett kaputt, ne? Digga, das ist typisch Tusho. Also ich denke, wir gehen auf jeden Fall jetzt schon mal in die richtige Richtung. Hier sieht man schon, wie alle Häuser so ein bisschen kaputt sind. Es gibt aber eine Straße, ne Jungs, damit ihr das versteht. Es gibt eine Straße, die will ich euch die ganze Zeit auch zeigen. Eine enge Gasse, alle Häuser kaputt und wirklich nur Bulgaren und Rumänen. Die Frage ist, Bruder, wie tief willst du reingehen? Bruder, ich sag immer, geh so tief du kannst. Weil wenn du tief unten warst, verdienst du es, nach oben zu kommen. Gute Voraussetzung. Okay. Das Problem ist, wir haben halt gar keinen Plan, Jungs. Selbst halt in einer komplett fremden Nachbarschaft. Ja, komm mal ganz kurz hier hin. Da oben stand ja dieser eine Typ, der so komisch geguckt hat, ne? Ja. Der ist ja auf uns ein bisschen zugekommen. Entweder gehen wir jetzt hier weiter runter oder wir gehen da lang. Guck mal bitte, Jungs, wie steil diese Wege nach unten gehen, ne? Und Daniel sagt eben noch zu mir, lass doch mit Auto hier hin. Bruder, wie willst du mit Auto hier lang fahren? Ich kann ja kaum hier stehen. Was steht denn da oben? Ah, Bruder, film das jetzt nicht. Kelleck, lass mal kurz weiter. Der Typ ist hier wohl gestorben. Wir wissen aber nicht wegen was. Und da hat wahrscheinlich die Mutter so eine Fahne aufgebaut, also aufgestellt, vor dem Fenster. So mäßig, dass sie immer noch trauert. Ja, der Berlin ist. Ja, der Berlin ist der Sennis. Bis dann. Jetzt haben wir noch Schutz. Auf den jetzt kann nichts passieren, Bruder, weil wir sind mit anderen. Ne? Aber guck mal, überlegen, war das, tut mir so leid. Ne? So eine alte Frau muss einfach so weit hochgehen, um an ihre Wohnung zu kommen. Und man weiß halt auch nicht die ganze Geschichte. Ne? Es kann sein, dass sie alleine lebt, dass ihr Mann vielleicht nicht da ist, dass ihre Kinder vielleicht verstorben sind. Man weiß es am Ende des Tages nicht. Ne? Mit den Türen sieht das wenigstens aus, als würden wir hier leben, Bruder. Siz kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? 50 sene oluyor. Ama evim vardı şurada, müteahhit yoktu, yapmadı. Dolandırdı bizi. Aber ich habe das andere nicht ganz verstanden. Ach so, sie hat ein eigenes Haus. Das Haus ist leider mäßig eingebrochen. Das wurde aber nicht erstattet und jetzt liegt sie auf Miete quasi. Okay, Polizei ist anscheinend auch da. Allah razı olsun. Hadi oğlum size sağ olun. Teşekkür ederim. Yok oğlum, yok, yok. Hadi, görmediniz, görmediniz. Hadi. Oğlum niye verdin ki? Hadi sağ ol ama niye verdin oğlum? Yok, bir şey değil. Bir şey değil. Helal et, tamam mı? Tamam. Sağ olun oğlum, Allah razı olsun. Allah size de dardık olmaz. Achso, der ist blind, warte mal. Amcaya da yardım edin. Hani? Abi? Lastikçi var ya Süreyya abi. Evet. Oraya kadar indirir misiniz? Oradan da Levent'i arabaya bineceğim. Tamam. Dur, elimi buradan tutun. Hadi. Sağ ol. Allah razı olsun. Ich dachte, er will ins Auto einsteigen, ne? Almanca konuşuyorsunuz. Biz Almanya'dan geliyoruz abi. Tamam, anladım Almanca. Almanca biliyor musun? Yok, bilmiyorum ama ben kesin. Evet. Annem ha, Türk, babam Alman. Alman. Evet. Biz aslında Almanya'dan geliyoruz, Hamburg'dan. Hamburg. Şimdi burada tatile geldik yani arkadaşlarla. Orada doğdunuz, büyüdünüz. Evet. Lastikçi hangi yerde? Sağ, sol. Tamamen bitiyor. Solda hemen lastikçi. Sol, tamam. Heh, burası. Süreyya abi. Tamam, burası doğru mu abi? He, burası lastikçi mi? Sokak üstü burası. Lastikçi burada var mı abi? Lastikçi var mı burada? Aşağıda. Lastikçi? Aşağıda. Aşağıda sağ tarafta kalıyor. Elhamdülillah, elhamdülillah. Lastikçi galiba orada. Evet. İlker Otolastik Tamiri. Evet.
Doğru mu? Evet. Selamun aleyküm. Önemli değil ha. Selam verin dedim. Uzun zamandır gelmiyorum yanına. Ha. Das tut mir irgendwie voll leid, Digga. Weißt du warum? Er wollte zu seinem Kollegen, aber ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Ich wollte einfach nur mal Hallo sagen. Bruder. Und kommt so einen weiten Weg, Bruder. Das geht sein halbes Leben davor, ihm mal Hallo zu sagen. Weißt du, was ich mir gerade denke? Guck mal, wieder ein Punkt, wo ich mir denke, ey, man beschwert sich vielleicht in Deutschland über so Verhältnisse, aber Bruder, wir haben es in Deutschland richtig gut, Leute. Wallah. Daran sieht man das. Weißt du, also, was das Problem ist? Man macht sich Probleme, wo keine Probleme sind. Ja. So, am Ende des Tages, genau sowas ist wichtig, damit man diese Kontrast sieht. Es kann nicht immer gut laufen und man kann sich nicht immer über alles beschweren, wie du selber sagst. Genau. So. Du siehst selber, es gibt Leute, die haben es immer viel schlimmer als du. Deswegen sollte man sich immer so mäßig an die eigene Nase fassen und sagen, ey, mir geht's gut, Gott sei Dank. Ich habe Wasser, ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich kann sehen, Bruder, das ist das größte Luxus, dass man sehen, sprechen und hören kann. Allein überleg mal, für Blinde bei uns, Bruder. Die kommen, die haben Markierungen in der U-Bahn, die haben Markierungen an der Straße, Bruder. Der arme Mann, Digga. Er ist blind und lebt in einer Gegend, Leute, die nicht für einen Blinden gemacht ist. Ihr müsst euch vorstellen, auf dem Weg dahin, überall Löcher auf dem Boden. Die Straßen sind nicht gerade, die sind extrem tief. Ja. Also die Senkung ist einfach extrem. Wir können sehen, wir können gehen und wir hatten sogar Schwierigkeiten, darunter zu gehen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie fühlt sich ein Blinder hier? Schätzt zu 100% A, was ihr habt und B, eure Gesundheit. Gesundheit ist am Ende des Tages wirklich das Wichtigste. Geld und sowas kommt alles von alleine. Aber ich beobachte das gerade. Der Typ ist einfach da, er steht an der Straße, er kann weder rübergehen noch kann er irgendwo anders hingehen, weil er einfach nichts sieht. Weißt du, was ich meine? Deswegen sage ich immer, einfach schätzen, was man hat, wirklich. Wir haben sauberes Wasser, wir haben ein Dach über dem Kopf. Oder in Deutschland. Digga, selbst wenn es dir nicht gut, kannst du Bürgergeld beantragen. Du hast alles, was du brauchst dann. Merhaba, adım Deniz. Moin, bir sorun var yani. Biz şimdi Kuştepe'deyiz. Biz Almanya'dan geliyoruz. Evet. Bir tur edecektik. Biraz fakir mahalle yani. Hiçbir şeysi yok. Sen ne iş görüyorsun abi? Ben tekstildeyim. Ne yapıyorsun? İyi misin? Kuştepe'nin hakkında ne düşünüyorsun diye soruyorlar. Kuştepe'nin hakkında mı? Evet. Kura çapsın, ben sana bir şey diyeyim mi? Bonzai tükenirse insanlar ölür. Bonzai ne? Haşiş. Haşiş burada çok var. Güzel. Kafa dönüyor. Ha, kafa leyla. Sen gidiyor böyle. Evet. Biz Almanya'da geliyoruz, Hamburg. Hadi be, Almanya'dan mı geliyorsun? Evet, beni de götürsene buna. Gel, şimdi hadi gel. Hadi aslında. Gel, gidelim. Mesela Kuştepe tehlikeli, Tarlabaşı tehlikeli. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benle gel, Kuştepe'ye de gireceksin. Tarlabaşı'na da gireceksin. Yeter ki ben yanında olayım. Ama kamera nereye sıkıntı. Yok, kamera da sıkıntı değil. Ben yanındayım ama. Sikerim onu. Kameraya. Benim ismim derdi o. Bir çevireyim, Almanca çevireyim. Das Problem ist, die sagen halt, oder er sagt besser gesagt, dass mit Kamera schwierig hier ist zu filmen. Er sagt aber, Bruder, kein Problem, wir können überall filmen, wenn ihr mit mir seid. Jetzt wissen wir nicht, ob das ein Schnacker ist, Bruder, ob das wirklich einer ist, der hier was zu sagen hat. Ich glaube, der rechts ist einfach so ein Typ, der so ein bisschen sich jetzt beweisen will und die links sind eigentlich die, auf dem wissen, ey, das ist kein Spaß, auf dem wenn wir da reingehen. Kann theoretisch sein. Bir şey olursa benim ismi söyleyin, Derdo. Derdo. He. Derdo. Çağlayan'dan Derdo deyin, size kral da dokunamaz buralarda. Kuştepe buraya giriyorsun. Yani yükseğe. Yani. Almanya'da öyle yani. Almanya'da kötü yerler var, güzel yerler var yani. Spontan zon. Bak. Spontan. Wir haben jetzt sehr viel Türkisch gesprochen, deswegen werde ich jetzt einmal kurz übersetzen. Wir müssen eigentlich vom Ding her wieder hochgehen. Ja. Da ist es halt ein bisschen gefährlicher. Ne? Oder beziehungsweise da ist halt Kuhsteppe. Er meinte halt, wenn wir da jetzt mit der Kamera hingehen, kann es sein, dass sie uns abziehen oder auf uns zukommen. Das Problem ist, wir haben hier viele verschiedene Sichten. Oder wir haben einmal das kleine Mädchen, die 18-Jährige, die meinte, hier ist nicht gefährlich, hier sind alle loyal und alle so korrekt. Und jetzt haben wir aber die andere Sicht von den Jungs, denen ich glaube ich eher ein bisschen zutrauen würde, weil man aber hat gemerkt, weil die ein bisschen knackst. Der Typ hat auch, was hat er eigentlich mit Hasch gelabert? Aber sag ich dir gleich. Die meinten halt, wenn wir da jetzt rumlaufen, kann es ein bisschen stressig werden. Aber er hat gesagt, wenn irgendwas ist, wir sollen Derdo sagen. Wir haben jetzt Rücken. Das Mädchen hat ja nicht so viel gesehen wie dir, deswegen. Also würde ich schon sagen, die Hemmschwelle ist da, glaube ich, nicht so besonders hoch. Wir sind eigentlich vom Ding, wir haben gar nicht die Sicherheit eigentlich vom Ding, wenn etwas passiert, jemanden zu rufen, weil selbst die Polizei würde sagen, warum gehst du denn gefährlich gegen dann rein? Und selber schuld. Deswegen habe ich ja gesagt, es ist eigentlich immer am besten, einen Guide zu haben, der hier in der Nachbarschaft lebt, der auch vielleicht eventuell so einen kleinen Namen hat, dass wenn wir hier rumlaufen, ungestört filmen können. An der Stelle, man sagt doch immer, in den schwierigsten Momenten erkennst du, wer deine wahren Freunde sind. Aber Bruder, kannst du einmal kurz um dich herum filmen? Wo sind Vastin und Daniel? Die sind nicht hier, die sind einfach weg. Einfach aus dem Nichts verschwunden. Jetzt sind wir eigentlich genau in der Straße, von der ich eben gesprochen habe. Hier wären wir jetzt theoretisch zu Fuß lang gegangen. Ne? Genau so habe ich mir das auch vorgestellt. Genau so sieht das auch in den Videos aus. Alles sehr dicht bewohnt und da hinten brennt sogar noch ein Feuer. Das ist halt schon eine ganz, ganz andere Welt. Wie ihr wahrscheinlich unschwer erkennen könnt, mittlerweile bin ich wieder in Deutschland unterwegs. Istanbul ist auf jeden Fall jetzt durch. Die 5 Tage, die wir dort waren, waren auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also war auf jeden Fall eine geile Zeit gewesen. Ein paar Videos kommen auf jeden Fall noch online. Ein weiteres Video für Spontanson und ein weiteres Video für Denison. Denison ist auf jeden Fall ein Produkttester geworden. Auch ein cooles Video, kommt die Tage auch online. Ich dachte mir, zum Abschluss will ich auf jeden Fall noch ein paar Sachen erzählen zu Kuştepe. Ich habe tatsächlich auch kein Outro. Deswegen dachte ich mir, mache ich das jetzt. Kuştepe war vom Ding her keine gefährliche Gegend. Beziehungsweise so haben wir das auf jeden Fall nicht erlebt. Wir haben eigentlich so mäßig immer auf die richtigen Leute getroffen, haben die richtigen Leute erwischt und haben mit denen halt reden können. Aber ich glaube, wenn wir in den Kern von Kuştepe gegangen wären,
wäre es eventuell gefährlicher geworden. Trotzdem würde ich sagen, Kuşadası ist auf jeden Fall nicht vergleichbar mit Talabaşı. Kuşadası ist eher runtergekommen, eher ein ärmeres Viertel und Talabaşı hingegen ist eigentlich eher gefährlich. So, auch ein bisschen runtergekommen, aber eher gefährlich. Was ich mir auf jeden Fall für die nächste Zeit überlegt habe, wenn ich auf jeden Fall wieder in Istanbul sein werde, ich werde mir auf jeden Fall dann einen Tourguide besorgen, der eventuell in diesen Gegenden aufgewachsen ist, dass wir quasi diesen besten Einblick haben, weil ich versuche den besten Einblick zu geben, aber ich kann ihn euch nicht geben, weil irgendwann wird es auch zu gefährlich für uns, so als Team. Checkt ihr, wie ich meine? Am Ende des Tages, ich gehe nicht alleine dahin, ich bin nicht verantwortlich nur für mich, sondern halt auch für die anderen Jungs. Ich will jetzt nicht irgendeinen anderen anrufen und sagen, ja, ey, dein Sohn ist draufgegangen, weil ich Video drehen wollte in gefährliche Gegend. So, ich muss natürlich viele Sachen mitberechnen. Ich habe euch das Bestmögliche hier gezeigt, aber für die nächsten Sachen wird es auf jeden Fall einen Tourguide geben und da wird es wahrscheinlich auf jeden Fall nochmal interessanter, weil wir dann richtig in diesen Kern eingehen. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Das war's mit dem Trip. Trip war an der Stelle auch wirklich cool, muss ich echt sagen. Klingt zwar so, als würden jetzt keine Videos mehr online kommen. Ich habe ja am Anfang schon gesagt gehabt, es werden auf jeden Fall noch ein, zwei Videos online kommen. Wenn die alle online sind, befinde ich mich wahrscheinlich schon im Iran. Das heißt, da werden dann auch wieder weitere Videos gedreht. Das heißt, ihr könnt euch vom Ding eigentlich freuen auf die kommenden Videos. Da wird auf jeden Fall viel online kommen und ihr werdet auf jeden Fall viele Eindrücke haben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Video. Ciao.